Hallo, mein Name ist Maya Manero und ich bin Schauspielerin und Synchronsprecherin. Es geht mir alles so auf die Nerven. Ich habe keine Lust mehr darauf. Wer hält schon seine Mutter 20 Jahre aus? Das reicht ja wohl auch mal langsam. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe gedreht in Berlin und hatte eine Kollegin, die Synchronsprecherin ist und ganz, ganz viel irgendwie gemacht hat. Und die hat mich angesprochen und meinte, irgendwie hast du eine coole Stimme, du solltest irgendwie Sprecherin sein. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, also hört sich irgendwie gut an. Mir war gar nicht klar damals, wie weit gefächert dieses Berufsfeld eigentlich ist. Und bin dann irgendwie völlig ohne Plan eigentlich da dann irgendwie reingerutscht. Habe mich vorgestellt, habe ein Demoband aufgenommen auf eigene Faust, habe mir ganz verschiedene Rollen rausgesucht und habe dann irgendwie, um verschiedene Facetten zu zeigen, alles Mögliche aufgenommen. Und genau, und habe dann bin dann mit ihr zusammen in ein Studio gegangen und habe mich da vorgestellt und habe dann tatsächlich 3 Stunden später gleich einen Anruf bekommen. Und so ging das dann irgendwie los. Erinnerst du dich an deine erste Synchronrolle? Ich glaube, die erste größere Rolle, wenn ich mich nicht täusche, ich bin nicht ganz sicher, war in einer Neuverfilmung von Judge Dredd, also so ein Endzeit-Dystopie, ich weiß nicht, Ding, irgendwie so Action-Teil. Und da war das die weibliche Hauptrolle, also ein Kinofilm. Und da habe ich relativ schnell eine große Rolle sprechen dürfen. Welche deiner Synchronrollen hat dich besonders gefordert? Also eigentlich muss ich sagen, da gibt's viele Rollen, wo ich Spaß habe sowieso, aber auch die mich irgendwie herausgefordert haben. Ich glaube, was am schwierigsten ist, aber auch am meisten Spaß bringt beim Synchron, ist diesen Switch zu schaffen zwischen du musst ja synchron sein, das ist ja irgendwie, die Sache an sich bringt das mit, du darfst, musst irgendwie drauf liegen auf den Mündern der Schauspieler, die das halt auf dem Bildschirm irgendwie oder auf der Leinwand darstellen. Aber du musst es halt auch spielen und du willst es natürlich so authentisch wie möglich und so pur wie möglich, möchtest du irgendwie diese Emotion oder was auch immer da gespielt wird, darstellen. Und ich glaube, da habe ich ein großes Glück und habe da oft Rollen tatsächlich, die mich irgendwie immer wieder neu fordern, also weil ja jede Rolle irgendwie doch meistens anders und neu ist. Und ich spreche zum Beispiel eine, Tasty heißt die Rolle bei Orange is the New Black. Das ist so eine etwas fülligere, dunkelhäutige Ghetto-Tante, die aber auch sehr sensibel ist und weiche Seiten hat, aber trotzdem zwischendurch anfängt zu rappen oder irgendwie sich, die auch irgendwie so verschiedene Level irgendwie einfach so bedient. So. Und das ist dann spannend, das irgendwie, das so pur wie möglich und so authentisch wie möglich. Und das Englische ist ja auch anders als das Deutsche. Also die englische Sprache hat eine andere Flapsigkeit als die deutsche. Und selbst wenn es gut übersetzt ist, ist auch immer noch die Frage, wie spielst du das, dass es wirklich so aus dem Innersten völlig authentisch rüberkommt und man das einfach glaubt, dass das jetzt halt eine Ghetto-Olle ist, die halt irgendwie zufällig Deutsch spricht, obwohl es eigentlich irgendwo in Amerika spielt oder so. Hättest du gerne in Zeiten synchronisiert, in denen noch nicht geixt wurde? Also ich glaube, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dadurch, dass es damals alles langsamer gelaufen sein muss, weil man braucht automatisch mehr Zeit, wenn du zu zweiter stehst, der eine macht man Fehler oder muss man ansetzen oder so. Und ich glaube, generell war in der ganzen Branche mehr Ruhe und mehr Zeit. Heute geht ja alles rucki-zucki, es muss alles morgen am besten schon abgegeben sein. Und so kann ich mir vorstellen, dass der Spaß da teilweise noch mal ein anderer war. Also ich habe eine Menge Spaß vor Mikrofon, aber wenn du natürlich mit einem Partner da irgendwie spielst, dich auch austauscht, dich auch einlassen kannst, also was ja beim Schauspiel eigentlich das A und O ist, du spielst ja in der Regel irgendwie mit einem Partner und dem guckst du in die Augen und da reagierst du auf das, wie dir das sagt. Und wenn du natürlich beim Synchron nur das Englische hörst, beziehungsweise nicht mit jemandem kommunizierst, sondern dir einfach vorstellst, wie dir das sagt, hast du ja nie im Ohr, wie dein deutscher Spielpartner eigentlich das machen würde. Und da das ja eine komplett andere Sprache ist und das eine ganz andere Art und Weise hat, sich zu entfalten oder du, also ich glaube, es ist toll. Ich bin ab und zu mal mit anderen Sprechern im Studio gewesen, aber selten. Und natürlich dauert das dann länger, aber meistens ist es irgendwie super, weil du einfach irgendwie merkst, okay, der interpretiert das jetzt so und so und ich reagiere da auch ganz anders. Wenn derjenige irgendwie leiser spricht, dann werde ich automatisch auch leiser, weil es ganz natürlich, organisch dann von alleine funktioniert. So.
Und das ist schon, ich denke schon, dass das auch einen Vorteil hat. Auf der anderen Seite, klar, wenn derjenige mal den Text vergisst und immer rauskommt oder irgendwie sich nichts merken kann oder irgendwie einen schlechten Tag hat, dann sinkt natürlich dein Konzentrationslevel auch. Aber das ist beim Spielen vor der Kamera ist es ja auch so. Also das muss man dann halt irgendwie versuchen zu halten. Welche Projekte reizen dich in der Zukunft? Also ich kann eigentlich nur dankbar sein, weil ich wirklich, muss ich echt sagen, oft richtig coole Rollen sprechen darf, die mich eigentlich immer irgendwie neu fordern, wo ich immer das Gefühl habe, oder also oft das Gefühl habe, da ist auch gerade, darf ich jetzt was spielen, was ich im wahren Leben vor der Kamera im Leben nicht spielen könnte, dürfte, weil das ja, weil es in Deutschland vielleicht diese Rolle überhaupt gar nicht gibt oder weil in Deutschland sehr typbesetzt wird vielleicht oder so. Und deswegen bin ich eigentlich nur gespannt, was da so kommt. Also ich glaube, ich darf mich echt da nicht beklagen. Also wenn es jetzt darum ginge, was ich vor der Kamera spielen würde, dann könnte ich dir 20.000 Sachen aufzählen. Also eigentlich alles Mögliche, was ich unbedingt spielen möchte. Und aber beim Synchron bin ich immer wieder irgendwie so erfreut und da kommt da mal irgendwie so ein Bonbon und da irgendwie was Schönes. Und dann merke ich, ah, toll. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich wirklich oft auf coole Sachen besetzt werde. Und kann jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt das, was ich unbedingt brauche. Hättest du Lust, mal ein Hörbuch zu sprechen? Ja, das reizt mich schon. Also ich habe tatsächlich nur so kleine Hörbuchsachen gesprochen, aber jetzt nie ein ganzes langes Buch, sondern eher so eine kleine Episodengeschichte und so. Und das reizt mich schon. Ich habe da auch Respekt vor, weil das ist tatsächlich nochmal eine Kunst für sich. Also da wirklich die Spannung zu halten und das ja über Seiten und Stunden da irgendwie eine Geschichte so zu erzählen. Ich finde es auch eine große Verantwortung irgendwie, derjenige, der das dann hört, und vielleicht auch wenn es ein Klassiker ist oder so, da das toll zu interpretieren. Aber das reizt mich schon, ja. Du bist mal zur Miss Seifenoper gewählt worden. Wie kam es dazu? Weiß ich nicht. keine Ahnung, ich habe damals in einer täglichen Serie gespielt und da ist das anscheinend so gang und gäbe, dass dann immer irgendwie, dann erscheint man ja auch irgendwie öfter mal in der Presse und dann wird da irgendwie, wenn, dann denkt man sich halt solche Sachen aus dann. Und da hat damals eine Zeitschrift, ich glaube, es war eine Zeitschrift, die das, die diesen Preis vergeben hat und dann konnte man wählen. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie das dann stattgefunden hat, aber dann wird halt einer gewählt und in dem Fall war ich das dann und dann, ja, durfte ich ein paar schöne Fotos machen und dann war das Ding dann auch gegessen. Hat dich der Erfolg der Soap Anna und die Liebe verändert? Ja, also das war wirklich extrem. Also damit habe ich auch im Leben nicht gerechnet. Ich dachte, oh geil, ich kann jetzt jeden Tag spielen. Und das ist ja das, was ein Schauspieler eigentlich möchte. Jeden Tag darfst du deinen Beruf ausüben, was ja überhaupt nicht normal ist. In der Regel wartest du, bis da mal ein Drehtag kommt oder so. Und das war total toll. Und da hatte ich Bock und habe mich da reingehängt und habe dann irgendwie gemerkt, so, okay, also ich hatte damals auch noch keinen Führerschein und musste also jeden Tag mit der Bahn immer durch die ganze Stadt nach Potsdam fahren und so. Und dann war total gang und gäbe, dass da ständig Leute fotografieren, heimlich auch, was auch genervt hat. Also da habe ich schon Geschichten erlebt. Ich saß in Spanien mal im Bus und bin irgendwie eine Strecke gefahren, wo irgendwie kein Tourist eigentlich fährt, irgendwie durch so Serpentinen. Und mir war so schlecht, weil ich irgendwie diese komischen Kurven nicht aushalten konnte. Und mir ging es so schlecht und musste mich übergeben und lag dann wirklich nach Ankunft an dem Busbahnhof, lag ich da auf irgendeiner Parkbank wie so irgendwie völlig fertig und habe mich übergeben und mir ging es total schlecht und dann kamen dann tatsächlich Fans an und wollten von mir ein Foto machen, die auch gesehen haben, also die saßen mit mir im Bus, weil die sind mir schon voll aufgefallen. Also solche Sachen sind mir passiert, aber ich glaube, es gehört irgendwie dazu und es ist irgendwie auch okay und das ist ja auch das Schöne daran, dass es ganz viele Leute gucken, auch wenn man sich da vielleicht in seiner Privatsphäre manchmal so ein bisschen eingeengt fühlt, aber damit muss man, glaube ich, einfach umgehen. Also ja, schauen viele Leute und wenn die da Fans sind, ist es ja nur toll und ein Kompliment und gut für die Show an sich oder für das Format an sich und so. Also das ist schon okay. Wie unterscheidet sich Fernsehschauspiel und Synchron? Ich würde sagen, das Offensichtlichste und ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich, dass du beim Synchron gemein gesagt ja eigentlich nur reproduzierst. Also du hast bei der schauspielerischen Arbeit vor der Kamera oder im Theater oder bist du derjenige, der die Rolle entwickeln darf und du bist derjenige, der das Drehbuch bekommt und sich auseinandersetzt mit der Figur und da im besten Fall wochenlang vorher reingehst und dir Gedanken machst, was möchtest du damit und was passiert mit der Figur. Also du hast sehr viel Vorbereitungszeit oder zumindest viel mehr als beim Synchron.
und du bist relativ frei, natürlich am Drehbuch vielleicht jetzt gebunden und an der Idee des Films und so weiter und so fort, aber du bist relativ frei in der Interpretation. Was möchtest du mit dieser Rolle machen? Wie, wo siehst du diese Schwerpunkte und so weiter und so fort? Das ist ja künstlerisch eine tolle Arbeit, die Arbeit, die man als Schauspieler eigentlich machen möchte, ist sich da reinlegen und ja, und das selber irgendwie herausfinden, was ist das eigentlich für eine Figur, die du da spielst. Und beim Synchron hat das halt ja, fies gesagt, eigentlich jemand alles schon für dich gemacht und du stehst dann da jetzt und musst dann das Beste noch draus machen. Aber ich finde, man darf es auch nicht unterschätzen, weil es ist immer noch, ich weiß nicht, ob man vielleicht 50-50 sagen kann, aber es ist ja wirklich von der, also die Sprache ist dann plötzlich eine andere Sprache, es ist eine andere Stimme und du bist auch ein ganz anderer Typ. Und auch wenn ich sehe, dass Schauspielerin XY diese Rolle so und so interpretiert hat und so gespielt hat, muss ich das auf meine Art und Weise auch nachfühlen. Und das ist auch spannend. Also ich stehe auch da vor Mikrofon und agiere und mache da irgendwelche wilden Bewegungen und fühle das irgendwie mit und fühle mich da rein und versuche, diese Rolle zu spielen, als würde ich sie vor der Kamera spielen. Und es sieht bestimmt auch oft ziemlich bescheuert aus, was ich da mache im Studio. Leidest du mit deinen Rollen mit? Ja, total. Also mir ist es auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal passiert, dass ich in einer Szene, wo geweint wird oder so, wo ich wirklich da echte Tränen vergossen habe, weil das mich selber so berührt hat oder weil ich da so drin war. Also das sind natürlich schöne Momente, wenn du wirklich merkst, dass du auch in der Lage bist, obwohl du eigentlich nur deine Stimme gibst. Also im Endeffekt hört man nur deine Stimme, man sieht dich nicht und man, also dass da wirklich so auch, also dass man da wirklich in der Lage ist, auch genauso zu empfinden und genauso zu spielen. Ich glaube, das ist auch die Kunst und das ist auch eigentlich den Anspruch, den man haben sollte beim Synchron, dass du wirklich genauso spielst, als wärst du diese Person, die da die, so, also es ist halt deine Rolle in dem Moment so. Und da habe ich schon, ja, also habe ich schon gelitten. Ja. Wie waren die Aufnahmen zum Spielberg-Film Ready Player One, in dem du die Helen synchronisierst? Ja, das hat Spaß gemacht. Allerdings, also es hat vor allen Dingen Spaß gemacht, weil die Regie da Dietmar Wunder gemacht hat, den ich super finde und mit dem das immer super viel Spaß bringt und es ist locker, es ist eine gute Zeit. Und das ist auf jeden Fall immer auch wichtig, dass du da irgendwie ein cooles Team hast. Was bei diesem Film extrem war, und ich glaube, da entwickelt sich das generell immer mehr hin, leider, dass man eigentlich gar nichts gesehen hat. Also wir hatten wirklich eine Leinwand, wo du eigentlich nur das Gesicht so halbwegs sehen konntest und der Rest war komplett geschwärzt. Das heißt, du hattest eigentlich gar keine Ahnung, wie sieht deine Figur eigentlich so wirklich da jetzt aus? Wie bewegt die sich auch? Und was passiert so im Drumherum? Also natürlich weiß dann der Regisseur, Dietmar weiß natürlich in dem Fall, wie die Geschichte, was da passiert und kann am Ende auch irgendwie dann natürlich entlang führen. Aber das ist schon ziemlich schwierig, wenn du eigentlich immer nur einen Austeil vom Gesicht, also einen Ausschnitt vom Gesicht siehst und eigentlich gar nicht richtig weiß, was in dieser Szene passiert und auch die Umgebung, das spielt sie alles mit, also ob es da laut ist oder ob da Leute neben dir irgendwelche Bomben explodieren oder irgendwie, also das ist ja alles was du auch unterbewusst vielleicht mitnimmst und in dem Moment, wo alles geschwärzt ist, ist natürlich das schwierig und da da bin ich gespannt, ob man das hört dann hinterher im Endeffekt oder nicht, aber das macht es dann, das ist dann schade so ein bisschen, weil da natürlich auch ein bisschen die Freude, du hast natürlich auch Spaß dran, bunte Bilder zu sehen und dich in diesen Film einzulassen und diese Filmwelt zu tauchen. Und wenn dann irgendwie alles schwarz-weiß ist und du eigentlich nur noch einen Mund siehst oder ein Auge oder so, dann dann ist natürlich das Spielerische so ein bisschen eingeschränkt. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und ja, ich hoffe, das Ergebnis ist gut geworden. Schaust du dir generell alle Filme an, in denen du synchronisiert hast? Auf keinen Fall alle, weil das würde ich im Leben, glaube ich, nicht schaffen. Aber es gibt hier und da auf jeden Fall welche, die mich generell interessieren, also wo mich der Film interessiert natürlich, wo ich sowieso Lust habe, den zu sehen und wo mich dann auch meine eigene Arbeit interessiert und wo es dann auch spannend ist zu gucken, wenn du extrem viel Spaß hattest, ob das dann, oder das Gefühl hast, oh, das war jetzt irgendwie toll, eine geile Herausforderung und so und ob es auch wirklich so gut geworden ist oder nicht und hinterher denkst du so, echt, hatte ich irgendwie ganz anders in Erinnerung oder so. Also ab und zu gucke ich mir das dann auch schon an. Du wirst oft auf starke Frauenrollen besetzt. Woran liegt das? Also ich bin halbe Spanierin, ich schätze mal, das ist die Erklärung dafür. Und das war auch so ein bisschen mein Einstieg, glaube ich, weil
es gibt ja viele, viele Filme oder Serien, die irgendwie mit lateinamerikanischem oder mit der spanischen Sprache irgendwie und da mal eine Rolle irgendwie besetzt ist. So gerade aus Amerika kommt da ja viel. Und dann ist es natürlich immer cool, einen Muttersprachler zu haben, der dann die paar Fetzen Spanisch, die dann da eingesprochen werden, manchmal dann auch wirklich spricht und nicht dann irgendwie nur so mit so einem Akzent irgendwie oder so. Das ist dann natürlich irgendwie ganz gut. Und ich glaube, ja, und so bin ich, glaube ich, auch tatsächlich, das waren so meine ersten Rollen oft, so die mit spanischem Akzent und so. Und da habe ich dann, glaube ich, auch dadurch so ein bisschen Fuß gefasst. Was reizt dich im Synchron besonders? Als Schauspielerin ist man ja immer sehr abhängig davon, was man so für Rollen angeboten bekommt. Und da kann ich jetzt von meiner Sicht aus sagen, dass das doch oft so in so eine ähnliche Schiene geht. Und dass ich irgendwie, also was generell, glaube ich, der Fall ist, dass oft sehr typbesetzt wird. Aber wir wissen irgendwie, dass im deutschen Fernsehen oder in den Medien, also in fiktiven Formaten, doppelt so viel männliche Schauspieler eigentlich, also Rollen für männliche Schauspieler da sind als für weibliche. Ab 50 sind es, glaube ich, dann dreimal so viele oder so. Also die Frauenquote auf der Leinwand oder im Fernsehen ist generell relativ niedrig. Und außerdem sind die Rollen auch meistens nicht so interessant. Also meistens spielst du dann entweder irgendwie die Mutter oder die sexy Verführerin, oder es gibt dann irgendwie so komische Klischee-Rollen, die dann irgendwie relativ antiquiert sind, vielleicht auch oftmals. Nicht immer, aber es ist doch als Frau, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, im Theater ist auch nochmal was anderes, aber so vor der Kamera, schwierig, Rollen angeboten zu bekommen, die wirklich spannend sind und wirklich erfüllend sind und die wirklich vielschichtig sind und wo du das Gefühl hast, da wird der Beruf des Schauspielers, den man gewählt hat, weil man irgendwie was ausarbeiten möchte, weil man was erzählen möchte und weil man was vermitteln möchte und auch selber tief buddeln möchte in irgendwie Geschichten. Ja, dass man als Schauspieler da einfach den Beruf erwählt aus diesen Gründen. Und wenn du da solche Rollen nicht angeboten bekommst, weil es sie einfach gar nicht gibt oder weil die einfach auch oft nicht, ja, weil sie einfach nicht geschrieben werden und dann ist es doch sehr deprimierend. Und das ist halt beim Synchron, das ist meine Erfahrung, ist das was ganz anderes. Also ich habe da Riesenglück, Rollen angeboten zu bekommen, die mich interessieren und die vielschichtig sind, die nicht nur äußerlich sind, weil da wird besetzt nach, wie klingt die Stimme, die Stimmfarbe, was ist, kann die Person das spielen oder nicht. Und das macht mich sehr glücklich, das reizt mich sehr am Synchron, dass ich da tatsächlich was spielen kann, Rollen spielen kann. Also ob es jetzt irgendwie in Emerald City, das ist so eine neue Verfilmung, so eine Serie von Der Zauberer von Ost, da spreche ich die Hexe des Westens, das ist so eine opiumrauchende Puffmutti. Das ist halt geil, das, und die hat auch mehr zu erzählen. Das ist jetzt nicht nur, dass sie da Opium raucht und ein Puffmutti ist, sondern die hat halt eine Geschichte und die ist tief verletzt und das ist eine interessante Figur. Und das ist halt etwas, was ich beim Synchron toll finde, dass du da natürlich viel mehr Auswahl hast an Rollen, weil du halt nicht nur die deutschen Rollen spielen kannst, sondern natürlich aus aller Welt Filme synchronisiert werden. Und dass ich jetzt für mich persönlich auch einfach Rollen angeboten bekomme, die mir liegen und auf die ich Bock habe. Und das ist, deswegen bin ich sehr glücklich, als Sprecherin arbeiten zu können. Welchen Tipp hast du für Newcomer? Ich glaube, es ist immer von Vorteil, dass man halt auch Schauspieler ist oder zumindest schauspielerische Erfahrung hat. Also, weil ich habe auch schon öfter von Leuten, die so völlig branchenfern sind, irgendwie auch so die Anfrage bekommen. Und da ist es ja auch immer schwierig, irgendwie zu sagen, okay, also ich kann das ja nicht einschätzen, ob die Person da jetzt irgendwie eine Chance hat oder nicht, ob die da Talent hat oder nicht, weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie vielleicht eine coole Stimme oder eine interessante Stimme zu haben oder so. Und nicht nur um die Technik, sondern du musst ja auch im besten Fall in der Regel eigentlich auch spielen können und wollen. Und das ist natürlich das, was man irgendwie mitbringen muss. Und ich glaube, es ist immer gut, sich persönlich vorzustellen. Ich glaube, das hilft irgendwie immer, weil man dann im Kopf bleibt oder positiv oder negativ vielleicht auch. Aber man kann sich halt vorstellen, man kann eine kleine Konversation haben und irgendwie so bleibt man vielleicht auch eher im Gedächtnis. Und was mir immer gesagt wurde, und ich glaube, das stimmt auch,
man darf auch ab und zu anrufen. Also man darf, was ja beim Film oder so nicht so erwünscht ist, dass man hinterher ruft und sagt, ja, hallo, haben Sie mal eine Rolle für mich? Ich würde gerne mal. Das ist beim Synchron wahrscheinlich zu oft auch nicht. Aber ich glaube, es gibt viele Sprecher und es gibt auch viele Sachen. Also es wird ja immer mehr, was da so synchronisiert wird. Und ich glaube, es ist ganz okay, wenn man sich ab und zu mal wieder am Anfang ins Gedächtnis ruft. Vorsichtig vielleicht. Ich sehe das Falsche sagen. Also, ja. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich habe da jetzt in einem Blockbuster die und die Rolle gesprochen und deswegen ist es der Höhepunkt. Also so sehe ich das nicht. Natürlich ist es cool, an so einem fetten Projekt teilzunehmen, weil da auch beim Synchron mehr Zeit vorhanden ist und man ein bisschen mehr Spielraum hat und einfach das Projekt einfach ein bisschen wichtiger ist, als wenn das jetzt irgendwie so eine kleine Produktion ist, die nur auf Video dann irgendwie rauskommt oder so. Das ist so, also der Größe des Projekts an sich schon mal geschuldet, dass du da natürlich ein bisschen intensiver arbeiten kannst und dir auch mehr Zeit lassen kannst und dann auch besser vielleicht irgendwie die Rolle findest oder so. Aber ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich brauche jetzt ein großes Blockbuster-Projekt, um stolz zu sein oder so, sondern ich glaube, jetzt bisher zumindest sind meine Höhepunkte immer so kleine, vielleicht auch mal so Nebenrollen, die aber spannend sind und irgendwie viel mehr Gehalt haben oder viel interessanter auszuarbeiten sind oder auch so speziell sind, dass ja, dass man da auch wirklich was leisten muss oder was können muss oder so. Und das sind dann, glaube ich, eher so die kleinen Höhepunkte. Also ich bin da ja, also hab da jetzt nicht, hab nicht das Gefühl, ich muss jetzt das über Ding sprechen und deswegen dann bin ich irgendwie irgendwo angekommen oder so. Ja.